Also was nicht funktioniert, sind Dogmen. Das hat ja meine Partei im letzten Bundestagswahlkampf lernen dürfen. Stichwort Veggie Day. Wir alle erinnern uns noch daran. Was funktioniert, sind Angebote. Ich habe zum Beispiel ein von der Opposition wild und heiß diskutiertes Klimaretter-Sparbuch entworfen und im Land verteilen lassen, wo man quasi Unternehmen oder Läden, die sich bestimmten ökologischen Standards verpflichtet haben, was weiß ich, einen Kaffee von sonst kriegt oder irgendwas. Also mit Angeboten konfrontiert ist, wo fair produziert wird oder in irgendeiner Art und Weise man auch gut unterwegs sein kann. Und ich muss Ihnen sagen, jetzt bin ich 3 Jahre Ministerin und habe von Wolfs Managementplan über ich weiß nicht was alles für Broschüren schon aufgelegt, keines ist so geflogen wie jetzt das Klimaretter-Sparbuch, weil die Leute, die das auch wollen und interessant finden. Also wir haben 2/3 Beratung, was kann ich tun für gutes Klima, was von Mobilität über Energiesparen bis hin zum Konsumverhalten angefangen. Und dann gibt es diesen kleinen, aber feinen Gutscheinteil, der im Endeffekt auch an nichts anderes ist als ein breites Spektrum an Angeboten und der wirklich sehr gut angenommen wird. Und die Diskussion darum, wo ich ja der Opposition in Thüringen auch Danke sagen muss, die hat, wie gesagt, dazu beigetragen, das ist das beste virale Marketing, so nennt man das, glaube ich, neudeutsch, was man haben kann, dass man sieht, die Leute wollen den Beitrag auch leisten. Ein anderes Thema ist ja die Ernsthaftigkeit der Sache. Also ich habe jetzt sozusagen ein bisschen humorvoll versucht, das darzulegen, aber wenn man sich anguckt, dass der Earth Overshoot Day jedes Jahr immer zeitiger ist, ja, dieses Jahr ganz am Anfang des Monats August. Und wenn Sie sich auf der anderen Seite mal angucken, wie sich das auch in der Öffentlichkeit nicht niederschlägt, sondern nur in Fachkreisen, beim Uber oder auf Twitter, in sozusagen meiner Peer Group im Umweltbereich, dann bin ich, muss ich mal so offen sagen, nach wie vor erschrocken. Ich meine, ich werde mit vielen anderen in Bonn sein im November zur Nachfolge-Weltklimakonferenz nach Paris und wir werden darüber auch reden. Aber was uns nicht hilft, ist sozusagen Käseglocken-Diskussionen. Und ich bin genauso wie Sie auch der festen Überzeugung, wir brauchen den Diskurs und es lässt sich auch nicht überstülpen, aber dann muss man die Dinge auch beim Namen nennen können. Und in dem Moment, wenn es unangenehm wird oder in die persönliche Lebenslage eingreift, habe ich immer den Eindruck, machen auch viele einfach zu. Das ist nun mal die Lebenswirklichkeit und man darf sich da aber nicht sozusagen in die Büsche schlagen, sondern muss da dranbleiben und wie gesagt, mit Aktionen wie diesem Best Practice Pendler-Initiative oder dem Klimaretter-Sparbuch oder eben anderen Dingen, die wir auf den Weg bringen. Ich habe zum Beispiel so einen futuristischen Pavillon gebaut, der heißt Klimapavillon, der steht auf der Landesgartenschau in Apolda. Alle, die da hinfahren, wollen eigentlich gerade gepflanzte Geranienreihen sehen. Dann kommt man auf das Gelände des Umweltministeriums, da ist erstmal alles wild, weil das nur von Urban Gardening-Initiativen bepflanzt ist und dann steht da dieses UFO, so sieht es jedenfalls aus und die Leute wissen gar nicht, dass sie jetzt mit klimapolitischen Fragen, die den Konsum betreffen, konfrontiert werden, aber wenn man drinsteht und die Ausstellung genießt und auch nicht gleich wieder rausgeht, dann fängt man zumindest an nachzudenken und das sind so kleine Beiträge, die wir leisten.